Hallo. Ich bin am Meditieren und heute möchte ich euch in diesem kurzen Video erklären, warum ich jetzt nochmal eine neue Playlist zu diesem Kanal hinzunehme. Das Thema Meditieren ist ja sehr wichtig. Ich denke, jedem von uns ist klar, dass man das regelmäßiger tun sollte, dass Meditieren für die Gesundheit gut ist, für die psychische und die physische Gesundheit, dass es uns entstresst und dass wir einfach runterkommen, wenn wir regelmäßig meditieren. Die Theorie ist eine Sache, die Praxis ist die andere Sache. Also ich erzähle mal von mir, von meinen Gedanken, was die Meditation angeht. Ich weiß es auch schon lang und ich habe auch schon verschiedene Methoden mal kurz ausprobiert mit so Atemübungen und Om und so. Und so ganz kurz gelingt es mir auch mal, aber ich bin halt so ein bisschen so ein lebhafterer Typ und ich kann nicht lang still sitzen und ich muss immer irgendwie in Bewegung sein. Ich bin auch viel beschäftigt. Ich arbeite ja selbstständig und arbeite viel im Internet an meinem passiven Einkommen. Und der Haushalt muss auch gemacht werden. Familie hat man auch noch ein bisschen. Ich wohne zwar alleine, aber trotzdem, meine Kinder möchten mich auch öfter mal sehen. Naja, auf jeden Fall habe ich einfach die Zeit nicht. Ich nehme mir die Zeit nicht. Ich finde keine Ruhe, ich setze mich dann irgendwo hin, aber ich finde keine Ruhe. Die Gedanken sind dann schon woanders. Deswegen, was Meditation angeht, ich persönlich gehe jeden Tag laufen in der Natur. Das ist halt dann meine Art der Meditation, da kommt man auch runter. Aber es gibt eben da eine Meditationsart, die ist ziemlich einfach, unglaublich effektiv. Und man muss vor allem nichts machen dabei. Ich muss nur die Kopfhörer aufsetzen und muss die anhören. Jetzt werdet ihr sagen, ja, da gibt es ja jede Menge. Das ist richtig. Ich habe auch früher auf YouTube mir immer verschiedene mal runtergeladen und habe die vor allem beim Einschlafen gehört. Und die sind auch sehr angenehm. Aber diese Meditationsform, wie die ich da vor anderthalb Jahren kennengelernt habe, das sind die binauralen Beats, also Meditation mit binauralen Beats. Das ist was ganz Spezielles. Ich erkläre immer weitere Video, wie das so grob funktioniert, nur grob, weil das kann man in zwei, drei Sätzen nicht erklären. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz spezielle Meditationsform, die ins Unterbewusstsein geht und die auch wissenschaftlich erforscht ist und bewiesen ist, nachgewiesen ist, dass sie wirkt und zwar im Unterbewusstsein. Und das ist mega interessant. Also ich habe dermaßen Ergebnisse gehabt, schon nach kurzer Zeit gemerkt, wie sich bei mir unglaublich viel getan hat. Das werde ich in meinen Videos nach und nach berichten, weil ich habe am Anfang war ich da auch so ein bisschen, naja, und ich höre es mir halt mal an und so. Und ich höre übrigens die immer beim Einschlafen. Wenn ich gut einschlafen kann, dann kriege ich die Hälfte nicht mit. Aber das Gute ist ja, die geht trotzdem ins Unterbewusstsein. Also von daher habe ich keine Zeit vergeudet oder muss ich mir jetzt da eine halbe Stunde Zeit nehmen, um da irgendwas anzuhören, sondern ich höre es halt an, wenn ich mal Mittagspause mal mache oder wenn ich am Einschlafen bin und wenn ich nicht einschlafen kann, dann höre ich sie halt mal wirklich ein bisschen bewusster durch. Aber da bin ich in der Ruhe und dann nehme ich mir auch die Zeit und da ist auch kein Problem für mich. Aber mehr zu den binauralen Beats dann im nächsten Video.